Nachdem Hamza Allahs Segen und Frieden auf ihm den Islam annahm, mussten sie ihre Feindseligkeit etwas zurückschrauben. Gegenüber den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm und gegenüber den Muslimen. 3 Tage später folgte eine zweite Stärkung. Layla, die Frau von Amir ibn Rabi'a, traf auf Umar, Umar ibn al-Khattab. O Umm Abdullah, Mutter von Abdullah, wohin gehst du? Sie sagte zu ihm, dass sie aufgrund der schlechten Behandlung und aufgrund der Unterdrückung gehen. Sie gehen zu einem Land Gottes, um dort ihren Herrn dienen zu können. Und sie ging nach Abyssinien, wie wir wissen. Daraufhin sagte Umar zu ihr, Sahibatki Salama, möge Frieden mit dir sein. Und diese Aussage, die passte nicht zu einem, der Muslime folterte. Als ihr Ehemann kam, sagte sie zu ihm, weißt du, was passiert ist? Er sagte, was? Sie sagte, ich traf Umar ibn al-Khattab. Und das sind keine guten Nachrichten, ihn zu treffen, ja. Zu dieser Zeit zumindest nicht. Und sie erzählte, was passiert ist. Und sie ergänzte, dann sagte er auf einer sehr sympathischen Weise, mögest du eine sichere Reise haben. Ihr Ehemann fing an zu lachen und sagte, erwartest du, dass Umar Muslim wird? Sie sagte, vielleicht. Dann sagte ihr Ehemann, bevor Umar Muslim wird, wird der Esel seines Vaters Muslim. Was ein Ausdruck dafür sein soll, dass es unmöglich ist, dass Umar den Islam annimmt. Dieser Mensch, er kann den Islam unmöglich annehmen. Vergiss es, dieser Mann, er wird kein Muslim. Ibn Umar, der Sohn von Umar, er berichtete, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm eine Dua sprach. Der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadain ar-rajulain ilayka bi Abi Jahl aw bi Umar ibn al-Khattab. O Allah, stärke den Islam mit einem dieser beiden Männer, der dir lieber ist, mit Abu Jahl oder Umar ibn al-Khattab. Und dann sagte der Sohn von Umar, der diesen Hadith überliefert, wa kana ahabbahuma ilayhi Umar. Und derjenige, den Allah mehr liebte, war Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm. Und diesen Hadith überliefert at-Tirmidhi. Die folgende Geschichte überliefert Umar selber. Und diese Überlieferung finden wir im Musnad von Imam Ahmad. Diese Geschichte ist zwar nicht authentisch, allerdings wird sie in den meisten Sira-Büchern erwähnt und es ist kein Problem, unauthentische Geschichten aus der Sira zu erwähnen. Er berichtet in der ersten Person. Eines Tages ging Umar während des Abends raus und er liebte es zu trinken. Er ging also hinaus mit dem Verlangen nach einem Drink. Er ging also mit diesem Verlangen hinaus und zu jener Zeit war er jung, vielleicht um die 25 Jahre alt, also noch relativ jung. Und er stellte fest, dass alle Orte, wo sie sich zum Trinken trafen, leer waren. Und keiner war da. Er schaute also nach anderen Alternativen, aber er fand nichts. Er war viel zu spät unterwegs. Und es war ein stiller Abend und er dachte sich, warum gehe ich nicht einfach zur Kaaba und mache Tawaf, mache die Umrundung des Hauses. Er entschied sich stattdessen den Tawaf zu machen und ging dann zur Kaaba. Nachts und es war stockdunkel, es gab zu jener Zeit keine Laternen, es war extrem dunkel, keine Lichter, keine Menschen. Jedoch war dort eine Person, eine einzige Person. Was denkt ihr, wer diese Person war und zu dieser späten Stunde dort machte? Er vernahm also eine einzige Stimme. Und es war die Stimme des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Während alle anderen schliefen oder sich bei ihren Familien aufhielten, war der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, bei der Kaaba und betete seinen Herrn an. Er betete den einzig wahren Gott an. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, er betete zu jener Zeit noch in Richtung Jerusalem. Die Muslime haben in der Anfangszeit Richtung Jerusalem gebetet. Die Gebetsrichtung wurde dann geändert in Richtung Kaaba. Und das mit der Änderung der Gebetsrichtung ist ganz am Anfang in der medinensischen Zeit passiert. Jedoch betete der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, zu jener Zeit noch Richtung Jerusalem. Aber er betete so, dass die Kaaba trotz dessen vor ihm war. Er betete in Richtung der jemenitischen Ecke und dem schwarzen Stein. Was kam Umar in den Sinn, der zu jener Zeit noch kein Muslim war? Er dachte sich, das ist meine Chance, Muhammad zu töten. Keine Lichter, stockdunkel, niemand würde mich sehen. Er schlich sich zum Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm. Umar versteckte sich zwischen der Kleidung der Kaaba und der Kaaba selbst. Er war also mit dem Rücken Richtung Kaaba. Und der Prophet stand vor der Kaaba.
Dann schlich er immer weiter, bis er direkt vor dem Propheten stand. Das heißt, Omar war mit dem Rücken zur Kaaba und der Prophet mit dem Gesicht zur Kaaba. Und dazwischen das Gewand der Kaaba. Und der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, konnte Omar nicht sehen, da dieser sich hinter diesem Gewand verbarg. Und Omar, der die Geschichte erzählte, er sagte, ich war in der Lage, seine Rezitation zu hören. Denn er stand ja direkt vor ihm und der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, rezitierte den Koran. Omar fing auf einmal an zuzuhören und der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, war diesbezüglich offensichtlich ahnungslos. Er verlor sich in seiner wundervollen Rezitation und er rezitierte die Sura Al-Haqqah, die 69. Sura. Omar erwähnte, ich war begeistert von diesem Rhythmus, dieser Reihenfolge. Und während der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, rezitierte, fing Omar an nachzudenken. Woher kommt das? Und dann sagte sich Omar, das müssen die Worte eines Dichters sein. Parallel zu diesem Gedanken rezitierte der Prophet dann folgenden Vers aus der Sura Al-Haqqa. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Das sind nicht die Worte eines Dichters, wie wenig ihr glaubt. Und Omar war schockiert, woher wusste er das? Das müssen die Worte eines Wahrsagers sein. Was war der nächste Vers, den der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm rezitierte? وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Und es sind auch nicht die Worte eines Wahrsagers, wie wenig ihr bedenkt. Omar sagte, dass dies der erste Schritt war, der ihn näher brachte zum Islam. Von wem ist dieser Koran sonst? Die Sura Al-Haqqa geht weiter. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Eine Offenbarung vom Herrn der Welten. Was, wenn der Prophet das erfindet? Weiter heißt es in der Sura, und wenn er sich gegen uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte, der Prophet ist damit gemeint, hätten wir ihn sicherlich an der Rechten gefasst und ihm hierauf sicherlich die Herzader durchgeschnitten und niemand von euch hätte uns davon abhalten können. Das sagt Allah über den Propheten Muhammad, wenn er etwas über Allah erfunden hätte, dann hätte Allah das mit ihm gemacht. Und diese Geschichte ist eine Art Konversation, die Allah hier mit Umar hat, durch den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm. Ohne dass der Prophet irgendetwas davon weiß. Er ist vollkommen vertieft in seinem Gebet, vollkommen nach Khushu', vollkommene Demut. Möge Allah uns Demut im Gebet geben. Jeder Gedanke, der Umar in den Sinn kam, die Sura Al-Haqqa hat darauf geantwortet. Umar sagte, das war das erste Mal, dass der Islam in mein Herz eindrang. Er nahm jedoch noch nicht den Islam an. Allerdings ließ er von seiner heimtückischen Idee ab und diese Nacht endete friedlich. Eines Tages entschied sich Omar, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Die Familien haben sich gespalten. Uneinigkeit hat sich breit gemacht. Also machte er sich auf den Weg, um Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, zu töten. Mit dem Schwert in seiner Rechten in Richtung des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Omar war klar, dass er ebenfalls dafür hingerichtet wird. Auf dem Weg sah er einen Sahabi namens Nu'aym ibn Abdullah al-Naham. Dieser Nu'aym, er war allerdings im Geheimen Muslim. Und er sah den Zorn im Gesicht von Umar und sein Schwert in der Schwertscheide. Er fragte ihn also, wohin gehst du, Umar? Was ist passiert? Umar sagte zu ihm, genug ist genug. Wir haben uns viel zu lange beleidigen lassen. Unsere Vorväter wurden verspottet. Ich werde diesen Mann Muhammad töten. Nu'aym sagt, ist das dein Ernst, Omar? Denkst du, die Banu Abdul Manaf und die Banu Hashim, der Stamm des Propheten, werden keine Rache walten lassen? Denkst du, sie werden es zulassen, dass jemand weiter frei rumläuft, der einen aus der Familie getötet hat? Du wirst nicht lange leben, wenn du das machst. Das ist Selbstmord. Und wenn du das trotzdessen machen willst, dann kümmere dich doch um deine eigene Familie. Kümmere dich zuerst um deine Familie. Was meinst du damit, um meine Familie kümmern? Nu'aym sagte, weißt du es nicht? Nein, was meinst du? Deine eigene Schwester und dein Schwager haben den Islam angenommen. Die Schwester von Umar heißt Fatima bint al-Khattab. Und ihr Ehemann war Sa'id ibn Zayd. Sa'id ibn Zayd ist einer der 10, denen das Paradies zu Lebzeiten versprochen wurde. Also einer der 10 besten Sahaba. Warum hat Nu'aym die Schwester von Umar der Gefahr ausgesetzt? Um den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm zu schützen. Denn die Sahaba würden lieber sterben, als dass dem Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm etwas zustößt. Als Omar das hörte, kam er noch mehr in Rage. Das war wie ein Schlag ins Gesicht für ihn. Also marschierte er sofort zum Haus seiner Schwester, wutentbrannt.
Er näherte sich der Tür und hörte aus dem Haus Rezitation des Koran. Umar schlug gegen die Tür und er hörte hastige Geräusche aus dem Haus. Sie versteckten Khabbab ibn al-Arad. Das war ein Sahabi, der ihnen den Koran lehrte. Fatima bint al-Khattab, die Tochter von al-Khattab, also die Schwester von Umar, versteckte die Blätter, auf dem der Koran drauf stand. Sie sagte, ich komme. Als sie die Tür aufmachte, fragte sie ihn, was machst du um diese Uhrzeit hier? Umar sagte, was waren das für Geräusche, die ich hörte? Nein, nichts, da war nichts. Er ging hinein und sagte, bei Allah, ich weiß, was ich hörte. Mich hat die Nachricht erreicht, dass ihr beide den Islam angenommen habt. Und sie fingen an zu bestreiten und Umar kam immer mehr in Rage. Also ging auf seinen Schwager Said los und dann versuchte ihn Fatima zu stoppen. Und Umar traf versehentlich seine Schwester ins Gesicht und seine Schwester fing an zu bluten. Als das passierte, sagten sie, ja, wir haben den Islam angenommen und jetzt mach, was du willst. Wir nahmen den Islam an und glauben an den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihn. Als Umar das Blut sah und die Aufrichtigkeit und den unerschütterlichen Glauben, da wurde das Herz von Umar weich bei dem Anblick seiner blutenden Schwester. Dann sagte Umar, lass mich sehen, was ihr da liest. Umar kommt jetzt etwas entgegen. Zuerst wollte sie nicht, jedoch beharrte Umar und machte ihr klar, dass er wirklich lesen möchte. Und ich gebe es dir auch zurück. Dann sagte sie, innaka mushrikun najis. Du bist ein Mushrik, ein Götzendiener und unrein. Du darfst den Koran nicht anfassen, bis du dich gereinigt hast. Umar wusch sich dann, er vollzog die Ganzkörperwaschung und kam um zu lesen. Er las die Sura Taha. In der ungefähren Bedeutung lautet es wie folgt. Taha, wir haben den Koran nicht auf dich als Offenbarung herabgesandt, damit du unglücklich bist, sondern als Erinnerung für denjenigen, der gottesfürchtig ist. Eine Offenbarung von demjenigen, der die Erde und die hohen Himmel erschaffen hat. Der Allerbarmer hat sich über den Thron erhoben. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und was dazwischen und was unter dem feuchten Erdreich ist. Und wenn du deine Worte laut vernehmbar äußerst, gewiss, so weiß er ja das Geheime und was noch verborgener ist. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Sein sind die schönsten Namen. Wundervolle Worte. Und das war der Moment, wo der Islam in das Herz von Umar eindrang und er wusste, dass das die Wahrheit ist. Umar fragte Said, wo ist der Prophet? Allahs Segen und Frieden auf ihn. Said stellte fest, dass Umar sich komplett beruhigt hatte und er den Islam annehmen wollte. Und er sah die Aufrichtigkeit in Umars Augen. Er sagte zu ihm, er ist im Haus von Al-Arqam. Umar ging unverzüglich zum Haus von Al-Arqam, während das Schwert immer noch bei ihm war. Die Treffen vom Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm und den Sahaba fanden im Geheimen im Haus von Al-Arqam statt. Angekommen am Haus von Al-Arqam, schlug er gegen die Tür. Einer der Sahaba stand auf, um zu sehen, wer dies war. Also schaute er durch das Loch der Tür und wen sah er? Umar mit einem Schwert. Voller Panik ging er zurück und informierte den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm. O Gesandter Allahs, Umar ibn al-Khattab steht vor der Tür mit einem Schwert. Warum hatte Umar überhaupt ein Schwert dabei? Weil er ursprünglich loszog, um den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm zu töten. Wer ist es, der kein Problem damit hat, Umar gegenüberzustehen? Hamza, der vor einigen Tagen auch den Islam annahm, ist auch in diesem Raum. Er sagte, lasst ihn rein. Wenn Allah Gutes für ihn möchte, dann nimmt er den Islam an. Und wenn Allah etwas anderes möchte, dann wird er genau mit diesem Schwert, welches er hält, getötet. Das Schwert, welches er hält, wird sein Ende sein. Der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, nein, ich werde die Tür öffnen. Umar war ein großer Mann und er war einer der größten der Quraysh. In einigen Berichten heißt es sogar, dass die Leute ein Kleidungsstück bekamen und Umar hat ein Kleidungsstück nicht gereicht, sodass sein Sohn ihm ein zweites Kleidungsstück gab aufgrund seiner Größe. Also er war extrem groß. Als würde das nicht reichen, war Umar noch ein Ringer, als er jünger war. Und der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm war ein mittelgroßer Mann mit breiten Schultern, aber auch zugleich kein Schwergewicht. Der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sah wahrscheinlich neben Umar klein aus, ja, so groß wie Umar war. Stellt euch also vor, wie der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm, dieser mittelgroße Mann, vor diesem Riesenmann steht. Und der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm öffnet also die Tür und er packt Umar an seiner Kleidung und zieht ihn in die Wohnung, drückt ihn runter, sodass Umar auf seine Knie fiel. Dann sagte er, O Umar,
Wann wirst du aufhören? Wartest du, dass Allah dich bestraft? Dann sagte Umar, o Gesandter Allahs, ich kam, um Muslim zu werden. Das passierte, während die anderen Sahaba in einem anderen Raum waren. Daraufhin sagte der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, Allahu Akbar. Und die ganzen anderen Sahaba wussten sofort, was geschehen war. Und sie freuten sich riesig. In so kurzer Zeit nahmen zwei großartige Sahaba, Umar und Hamza radiallahu anhuma, den Islam an. Und sie waren eine extreme Stärkung für den Islam und für die Muslime zu jener Zeit. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.